Jungs, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem echt ernsten Video. Es geht hier in die wahrscheinlich wichtigsten und krassesten Weekend League monatlichen Belohnungen, die es jemals gab, die es auch für mich als FIFA-Spieler wahrscheinlich jemals gab. Die Team of the Season-Spieler sind heute in den monatlichen Belohnungen zu finden. Wie ihr gleich sehen werdet, habe ich es leider nicht in Elite oder so geschafft. Ich habe nur 3 Weekend Leagues dieses Mal spielen können. Ihr wisst ja, dass ich schon mal monatlich Elite auf jeden Fall geparkt habe. Allerdings ist es dieses Mal nur Gold 2 geworden, weil ich eben nur 3-mal die Weekend League spielen konnte und am letzten Wochenende jetzt im Urlaub war. Wir holen einfach die Belohnung ab. Zusätzlich haben wir noch die 2 Tots Packs von der italienischen und französischen Liga am Start. Und noch ein ultimatives Set von diesem Twitch-Linking vom World Cup in Amsterdam da. Genau. So, das Gold-Trikot müssen wir auch discarden, das haben wir auch schon. Elite wäre natürlich nochmal krass gewesen. 12 Spieler, das wäre einfach zu heftig gewesen. So, wie gesagt, haben wir hier noch ein paar Sets am Start. Das wäre ein ultimatives Set. Das wäre dieses Set hier, das machen wir ganz schnell auf. Ja, okay, das ist scheißegal. Also, wir machen jetzt das ultimative Set hier auf. Ich habe da keine großen Erwartungen oder so dran. Aber ich würde sagen, ja, wir schauen einfach mal, was drin ist. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, aber das glaube ich eher nicht. Ja, wer ist das? Ist das Kanté? Ah, wer ist das? Das ist Rebic, ne? Das hätte... Kann das sein, dass es nur Kanté und Rebic sein könnte? Wir hätten jetzt fast Kanté gezogen. Das ist natürlich schade. So, wir haben jetzt noch ein League A Team of the Season Spieler und ein Calcio A Team of the Season Spieler. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Neymar an. Neymar oder Mbappé, Cavani wäre auch noch krass. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich da irgendwas noch krass finde, aber es geht auf jeden Fall mal auf. Ein garantierter Tots, das sieht echt geil aus. Mal sehen, wer das ist. Brasilien, Mbappé. Wer ist das? Aua, ja, der hat eigentlich auch ganz geile Stats, wenn ich hier so die 92 Tempo sehe, aber für mein Hauptteam oder so, das wird das sowieso nicht reichen. Das ist schade. 90er Tots. Ja, leider nicht. Leider kein Neymar. So, leider haben wir es nicht zu Neymar geschafft. Wir brauchen jetzt Argentinien. Wir brauchen jetzt einen Paulo Dybala, wäre zum Beispiel heftig. Ein Nainggolan wäre jetzt, glaube ich, richtig heftig. Ein Milinkovic-Savic wäre richtig geil. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Pack geht jetzt auf. Italienischer Tots. Bitte die argentinische Flagge. Bitte Dybala. Nainggolan. Wer ist das denn? Okay, also sagen wir mal so, die Tots-Spieler in diesen Packs, die waren eher so durchwachsen bis gar nicht gut. Naja, was soll man machen? Vielleicht kommt noch das Ultimate Tots und da können wir vielleicht die wieder einfach in SBCs packen. Das wäre dann nicht so schlimm. So, dramatische Musik an 486 plus Team of the Season Spieler. Ich weiß, dass es nur Gold ist und ich weiß, dass man eigentlich da nicht zu viel erwarten kann. Aber jeder, der mich kennt, der mich verfolgt hat, weiß, dass ich einfach dieses FIFA überhaupt gar keinen Packluck habe. Es ist die letzte Chance wahrscheinlich, was richtig Großes, was mir nochmal Spaß am Spiel geben würde, zu ziehen. Ich hoffe einfach, dass EA einmal kurz wegschaut und mir ein bisschen Packluck gibt. Ich habe schon Kumpels gesehen, die haben aus Gold 3 jetzt gerade einen Firmino gezogen. Damit wäre ich absolut zufrieden. Tizi hat gerade einen Salah aus ihren Elite-Belohnungen gezogen. Und wir haben unsere Gold 2 Belohnungen. Wir haben sehr viele Spiele nicht gespielt. Es hätte auf jeden Fall auf Elite gereicht, egal wie viele. Also wir hätten nur Gold 1 holen müssen. Es ist jetzt an der Zeit, dieses letzte Set aufzumachen. Ich weiß, dass ich drum rum rede, aber ihr werdet so ein Set wahrscheinlich nie wieder in FIFA 18 auf diesem Kanal hier sehen. Erst wieder FIFA 19. Wir machen das Ganze hier auf. Ich bin mega nervös. Ich werde den Controller jetzt weglegen. Das Pack geht jetzt auf. Das Pack geht jetzt auf. Es ist ein roter Tots-Spieler, es sind mehrere rote Tots-Spieler. Es ist England, wer ist das? Das ist Kane, oder? Das ist Kane und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, aber einen 95er Kane nehmen wir jetzt erstmal mit. Und irgendjemand hat meine Trikots geändert.
Aber das ist scheißegal, weil den 95er Kane, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich weiß nicht, wie krass das jetzt eigentlich ist. Es ist ein 95er Tots Kane und er ist echt eigentlich ganz geil. Er hat nicht so viel Tempo, aber ich glaube bei dieser Tots und auch bei seiner Totti-Karte, da merkt man das gar nicht mehr so. Der erste von vier Spielern ist ein 95er Kane. Ich glaube, darüber sollte ich mich jetzt mal richtig freuen. Den werde ich auf jeden Fall testen und ich glaube, mit dem kann ich auch richtig viel Spaß haben. Ich habe den zu Anfangszeiten von FIFA 18 richtig lang gespielt. Als Inform hatte ich den da. Und ja, wir werden das Pack ganz bestimmt nicht überspringen. Es sind noch drei weitere Spieler drin, die alle bis zu einem 95er vom 86er Rating her haben. Ja, ich bin auf jeden Fall immer noch nervös. Über Kane, das finde ich schon echt heftig eigentlich. 95er Kane in den Gold 2 Belohnungen. Das ist krass. Aber was ist dahinter? Es gibt immer noch den 94er, den 93er. Es könnte auch noch ein 95er dahinter sein. Es ist natürlich kein Messi, kein Ronaldo, aber das kann man aus Gold nicht erwarten. Das Pack geht auf. Das Pack geht auf. Wen haben wir noch drin? Gudi, Borg haben wir noch drin. Und Mahrez. Das ist ein geiles Set. Das ist ein richtig geiles Set, Junge. Das ist ein richtig geiles Set. Ich bin nicht zufrieden mit Godin, weil ich den nicht spielen werde. Aber es ist Skywalker und es ist ein 5-Sterne-Skiller Mahrez drin. Und das ist ein richtig gutes Set. Ich sag's euch, wir haben kein Messi gezogen, wir haben kein Neymar gezogen, sonst jemand. Aber wir haben trotzdem richtig krasse Spiele hier gezogen. Ein Skywalker 92er Tots-Spieler. Ein Walk, Jungs, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ein Harry Kane, der hier echt krasse Stats hat. Den testen wir auf jeden Fall. Und wir haben auch noch einen Mahrez, mit dem es richtig Spaß machen wird zu spielen. Ihr müsst euch mal geben. Wir haben hier ein 91 Plus Pack. Wir haben vier Spieler über 91. Das ist echt für Gold 1 für Gold 2 richtig, richtig stark. Walker, Kane und Mahrez, alle noch aus der Premier League. Das gefällt mir auf jeden Fall eigentlich richtig, richtig gut. Mit Kane, ich glaube, da werde ich richtig Spaß haben. Wer es nicht weiß, ich habe Prime R9 da vorne. Der wird mit Kane da vorne mal spielen dürfen. Das wird, glaube ich, ein richtiger Spaß hier. Dann haben wir noch Godin, den werde ich wahrscheinlich nicht probieren. Der hat einfach ja 68 Antritt da, aber ein 94er. Den kann man auch in irgendeine Icon-Challenge dann stecken. Und Walker ist krass, Mahrez ist krass, Kane ist auch krass. Ich bin auf jeden Fall... Ja, aus diesem Pack, da bin ich zufrieden, da darf ich mich echt nicht beschweren, da bin ich ehrlich. Ich hätte mich über den Messi mehr gefreut, was jeder sich bestimmt getan hätte. Aber dieses Pack, hätte mir irgendjemand davor gesagt, dass ich nur 91 Plus Spieler ziehe, das hätte ich niemandem geglaubt. Ich meine, man hätte auch diese ganzen EFL Spieler da ziehen können. Wir haben aber Kyle Walker gezogen, wir haben Mahrez gezogen, wir haben Harry Kane gezogen. Natürlich ist es nicht der absolut krasse Spieler hier. Aber wenn ich mit Kane klarkomme, das weiß ich noch nicht. Dann wird der auch heftig. Aber Walker ist auf jeden Fall ein Platz in meinem A-Team garantiert. Und Mahrez wird auf jeden Fall auch getestet. Der sieht auf jeden Fall auch richtig geil aus. Vor allem mit den 5-Sterne-Skills da vorne. Das macht, glaube ich, richtig Spaß, mit dem zu spielen. Ich würde sagen, das war's von diesem Video hier. Wir haben ein paar Tots-Spieler gezogen. Macht's gut auf jeden Fall. Haut rein, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten World Cup Video wieder. Vielleicht gibt es da wieder irgendwelche krassen Aktionen in Food, das hoffe ich auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass dieser Modus wieder zurückkommt. Der World Cup Modus wird seinen Hype haben, den hat er auch noch ein paar Wochen lang. Aber danach wird es wieder im Food Modus zurückgehen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dieser Ausbeute. Macht's gut Jungs, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.